Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Alex. So, ich habe mir mal die Quest wieder rausgesucht, die war versteckt. Und zwar hier war noch der Unterreiter. Der Lieferant, das müsste es sein, ne? Dietrich will die Hintermänner des Elex-Handels im Hort an die Dings da gelangen. Die habe ich mal eben aktiviert. So, und jetzt schauen wir uns hier erstmal um, wo auch immer wir hier gelandet sind. Dieses Gerät scheint prädestiniert dafür, etwaige Nutzlasten zu transportieren. Was ist denn das? Ein Radlader? Was ist das hier? Verschlossen. Kriege ich Ärger, wenn ich da rangehe? Oder komme ich nicht ran? Brauche ich gar nicht versuchen. Er sagt, ich bin so schlecht. Wenn er mir das immer wieder sagt, dann glaube ich das irgendwann noch. Alter, wo sind wir denn hier? Unter der Burg, ne? Guck mal, da. Ist das eine Rakete? Okay. Naja, wir können ja nicht mal hacken. Was ist das für ein komischer Ort? Hier geht's noch weiter runter. Ich hoffe, wir kriegen keinen Ärger hier. Hä? Sind wir draußen? Wo sind wir denn jetzt? Alter. Was ist? Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay, das ist krass hier. Aber hier gucke ich mich jetzt noch nicht um. Das können wir danach machen. Ich will mich erstmal da oben jetzt. Dann gehen wir mal wieder hoch. Das ging schnell. Wusste ich ja nicht. Ich hätte die alte Welt gerne einmal intakt gesehen. Ja, das glaube ich dir. So, was haben wir denn hier noch? Wer bist denn du? Akolyt. Das liegt da. Dürfen wir. Sag mal, sind das Betten? Nee. Ja doch, das sind Betten, ne? Aber auf denen dürfen wir nicht pennen. Hier, Energiezelle. Ja, cool. Hier. Mal hinsetzen und LP aufnehmen. Oh yeah, hier. Boah, wir hacken uns da rein. Oh nein, Skynet übernimmt die Welt. Okay, was haben wir denn hier noch? Da macht einer sauber. Hast du gut gemacht? Ja, geht auf den Rücken, ne? So, Elektroschrott, Geld. Und eine dunkle Ecke. Okay, was ist das hier? Wie so aufploppt einfach. Gott, ich sehe nichts, ne? Lass die mal hier liegen, damit wir hier ein bisschen Licht haben. Nicht, dass da jemand stolpert. Ich würde ja ganz gerne noch diese anderen Hörspieldinger finden, vor allem die erste. Ist hier auch was dran, ne? Nee. Kann man da rüber? Falk! Da kommt er. Okay. Ist das? Da kommen wir nicht rein. Gut, sollen wir ihnen denn jetzt sagen, dass wir hier Durchsuchungsbefehl haben? Ich meine, wir haben ihn jetzt schon angelogen. War er denn nochmal?
ich glaube, das müssen wir machen, ne? Wo ist er denn? Am Pennen. Ey, Dirk, steh auf. Ich bin vielleicht müde. Ja, das glaube ich dir. Du, hier, sag mal, guck mal, ich habe hier den Auftrag, mich umzusehen. Ich habe den Auftrag, mich hier umzusehen. Und der Befehl dazu? Wurde von Dietrich unterzeichnet. Dietrich, für den sind wir nur Inventar. Aber gut, machen wir es nicht kompliziert. Sieh dich nur um. Mein Truhencode lautet 4979. 4979? Was? Willst du gar nicht wissen, wonach wir suchen? Willst du gar nicht wissen, wonach ich suche? Ich habe nichts zu verbergen und sehe keinen Sinn darin, mich mit Dingen zu belasten, die mir das Leben schwer machen. Da bin ich durch und durch Pragmatiker. Solltest du auch nur den geringsten Zweifel an meiner Glaubwürdigkeit haben, weißt du, was zu tun ist. Durchsuch meine Sachen und du wirst sehen, dass ich eine weiße Weste habe. Ja, okay. Geht doch. Presslufthammer und Elexit. Dürfen wir uns die Sachen mitnehmen? Ich lasse mal lieber drin, ne? Okay. Ja, das war jetzt leichter als gedacht. Okay, dann müssen wir mit den anderen noch mal quatschen. Wen auch immer wir hier noch haben. Hier ist irgendwo einer. Ach, das war er hier am Anfang. Der ist bestimmt, der war so pissig. So nicht. Und? Wer ist hier? Was ist das? Darf ich? Danke. Der Carsten. Kommen wir da ran? Nee. Na, nichts gefunden? Habe dir doch gesagt, hier ist nichts. Uns kann eh keiner was unterschieben. Die Truhen sind alle abgesichert. Wenn das so ist, lass mich einen Blick in deine Truhe werfen. Da sind nur ein paar Klamotten drin, sonst nichts. Aber bitte, hier. Carstens Sicherheitscode erhalten. Okay. Alles klar. Carsten, 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 Carsten. Wo ist Carsten? Da unten ist Carsten. Ne, das ist Carsten Stück. Da. 8195. Okay. 8195. Geht doch. Gut, er hat eine Outlaw Klamottenbündel und sanftes Klopapier. Missionsgegenstand. Falsche Freunde. Ich habe das gemacht, weil es von den Outlaw ist. Immer wenn ich penne. Ja, du, ich habe mir deine Truhe angesehen. Ich habe mir deine Truhe angesehen. Glückwunsch, du hast in meiner alten Wäsche gewühlt. Das, was ich gefunden habe, sagt mir, dass du ein falsches Spiel treibst. Oder warum sollte ein Kleriker die Kleidung eines Outlaws horten? Hey, hey, hey. Wenn das alles ist, was du gegen mich in der Hand hast, dann ist deine Beweislage ein bisschen dünn. Das entscheiden die Kleriker im Hort. Überleg dir genau, was du tust. Ja, ich bin ein Outlaw, aber ich bin kein Dummkopf. Alles, was ich tue, ist, diese dämlichen Kleriker mit ein bisschen Elex und Stims zu versorgen. Trotz der Verbote ihrer Obrigkeit fahren sie es sich rein. Niemand kommt dabei zu Schaden. Und wenn du mich weiterhin gewähren lässt, beteilige ich dich mit einem Zehntel an meinen Einnahmen. Ich hoffe, du ziehst das nicht ernsthaft in Betracht. Mit dir redet keiner, also halte dich aus den Verhandlungen raus. Ey, lass mal Falk in Ruhe. Angenommen, ich steige ein. Was soll der Auftraggeber erzählen? Einverstanden. Lehnt. Ja. Du und dein Zeug.
Verzieht euch aus Ignadon. Ja, soll er mal abhauen, bevor die Kleriker davon wissen? Abgelehnt. Du und dein Zeug verzieht euch aus Ignadon. Es steht für mich zu viel auf dem Spiel, als dass ich mir von dir sagen lasse, was ich tun werde. Du wirst ein gutes Madenfutter abgeben. Okay. Falk? Hast du Bock? Falk will nicht. Exzellent. Der Tod von Karst wird die Geschichte verändern. Ja. Alte Münze, Brause, Elixit. Das ist mir relativ egal. Dann können wir hier aber seine Sachen noch nehmen. Okay, dann haben wir den ja aufgeklärt hier, ne? Karsten war's. Wollen wir mal oben noch Bescheid sagen? Würde ich ganz gerne nur mal machen. Am Saufen. Wer? Ich? Nee. Du eine irre Ziege. Er hier? Die heimatnahe Versetzung habe ich mir anders vorgestellt. Ja, das glaube ich dir. Sei lieber still. Wo finden wir die restlichen Audio-Dinger hier? Mal ein bisschen auf die Wände achten, ob da wieder irgendwelche Dinger drin sind. Ich würde mir das echt ganz gerne reinziehen, hier so die Geschichte der Burg. Ich sehe momentan sehe ich hier nichts. Hier ist auch nichts. So, Keuler? Sag mal, hier einer von deinen Leuten. Carsten war ein Outlaw, der Elix geschmuggelt hat. Carsten war ein Outlaw, der Elix geschmuggelt hat. Das wirft kein gutes Licht auf mich. Ich habe ihn nicht genau kontrolliert, da ich einfach nur froh war, dass ein weiterer Mann zur Unterstützung geschickt wurde. Meine Nachlässigkeit hätte mich den Kopf kosten können. Ich bin dir zu Dank verpflichtet. Hier. Danke. Ja, und bei mir hast du auch eine Ausnahme gemacht, Keule. Überleg mal, was du machst. So, dann hören wir uns das Ding jetzt hier mal an, auch wenn es Audioaufnahme 8 ist. Ich habe keine Ahnung, wo die anderen sind. Dann lauschen wir mal der Geschichte der Burg. Seine Macht reichte bis weit über das Land. Viele Generationen nach ihm blieb die Herrschaft seines Geschlechts unbestritten. Ein toller Audioaufnahme. Gerüchten zufolge raubte Falkmar eine Prinzessin von Weinstein vor ihrer Hochzeit. Daraufhin brach ein Krieg zwischen den drei Burgen aus. Als Sieger ging schließlich Falkmars Sohn hervor. Die beiden anderen Burgen fielen unter seine Herrschaft. Seine Macht reichte bis weit über das Land. Viele Generationen nach ihm blieb die Herrschaft seines Geschlechts unbestritten. Da macht er gleich eine Rolle vor Freude. Drei Burgen gibt es anscheinend. Sag mal, kommen wir da hoch? Ha! Was haben wir denn hier noch? Okay. Ich dachte, das wäre hier gerade so eine Truhe. Wie heißt denn das nochmal? So eine Falltür. Also so eine Klappe nach unten. Oh, guck mal, da eine Ader. Okay, haben wir hier noch mehr? Hier geht's auch wieder hoch. Vielleicht kommen wir da noch nach ganz oben rauf. Ich weiß nicht, vielleicht finden wir da was. Hat sich hier einfach ein Outlaw reingeschlichen. Oh. Hä? Was war denn da? Guck mal. Nein. Wo ist der Bug? Schade. So, Mana.
Schaffen wir das doch auch? Warte mal, ich speichere mal. Wenn wir denn von hier einen Flug nach da wagen, mit vollem Jetpack, könnten wir es möglicherweise schaffen. Gerade, nein, ich war doch drauf. Ich hab, was denn das? Nichts verloren. Ich dachte, jetzt sind wir Matsch. Gut, vielleicht lassen wir das mal lieber. Da waren wir schon. Dann müssen wir hier noch weiter gucken. Hier gibt's aber nichts. Okay, Leute, dann können wir uns, glaube ich, erstmal auf zurück machen. Dann haben wir ja zwei Aufgaben. Einmal den Brief übergeben über die Lage hier im Hort und einmal Bescheid sagen, dass Carsten ein Arsch war. Wir schlafen mal bis zum nächsten Morgen. Dieser Wetter ist doch schon wieder viel schöner jetzt. Und dann reisen wir mal zurück. Und zwar wieder zu Fuß und nicht per Schnellreise. Einst lebten hier zivilisierte Menschen. Reizvoller Gedanke. Ja, in der Tat, in der Tat. Wir haben jetzt schon fast 150 Folgen und alle ohne Schnellreise, ne? Ich bin ja so ein bisschen stolz auf mich, dass ich das durchhalte. Andererseits spiele ich das Spiel mittlerweile auch schon seit über einem Jahr. Aber bei so einen Dingern hat man echt gut investiert, finde ich. Also wenn ich überlege, wie viel Spielzeit ich hier drinnen verbringe. Und über welchen Zeitraum, ne? Da kann man echt nicht meckern für das Geld. Naja. So, mal gucken. Wie kommen wir jetzt am besten da wieder hin? Kriegen wir hier so einen kleinen... Da hinten ist die Stadt. Da ist ein Hühnchen, das können wir noch mitnehmen. Das sind sogar zwei. Ei. Okidoki. Der Hort. Wo war der Hort? War der da? Nee. Der war irgendwo da lang, ne? Da. Hui. Ach, wir sitzen da. Ganz entspannt. Wer bist denn du? Na? Was? Nein. Wer bist du? Was willst du hier? Ich wollte dich gerade das Gleiche fragen. Ich bin nur auf der Durchreise. Ich bin gleich schon wieder weg, okay? Okay, der Walter? Was ist los, Walter? Warte mal, was? Ich brauche nichts und ich habe auch nichts. Tu einfach so, als wäre ich überhaupt nicht da, okay? Hä? Was ist los mit ihm? Walter! Ich habe zu tun, okay? Walter, rück raus mit der Sprache. Was ist dein Problem? Ich hab zu tun, okay? Okay. Walter chillt hier einfach mal. Dann lassen wir ihn. Der scheint vor irgendwas panische Angst zu haben. Oder er ist einfach nur mega nervös. Ich weiß nicht. Komischer Typ, der Walter. Oh nein, hier ist heiß, hier ist heiß, hier ist heiß. Ah, nicht brennen. Oh. Ah. Falk, ich brauche dich.
Jawohl. Sehr gut. Toll. Meine ganze Energie schon wieder weg. Da kommen schon wieder die nächsten. Ein paar Suppen haben wir noch. Dann gönnen wir uns die beide noch. Das ist noch eine Chimäre. Können wir der mal eben aus dem Weg gehen? Was haben wir denn hier noch? Hat jemand ein Lager aufgeschlagen? Feuerteufel. Okay. Irgendjemand hat hier gepennt und hier sind auch Kreuze. Da drüben waren wir noch nicht drin, ne? Das sieht aus wie so ein alter Einkaufsmarkt. Oder sowas in der Art. Mal gucken. Okay, Lieben, ich würde sagen, da gucken wir uns dann in der nächsten Runde um. Dann danke ich euch erstmal fürs Zuschauen und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns in der nächsten Runde wieder bei Elex. Bis denn. Bye, bye.